gucken, wie es hinten ist. Alter, wie wenig Platz hier ist. Ultra. So Leute, mal gucken, ob wir hier gegen diesen Taxi ankommen. Ist das ein Hybrid? Also die Reifen sind ganz schlecht, deswegen kann man die Leistung gar nicht nutzen. Also man sitzt schon bequem, so ist es nicht. Ja? Man sitzt bequem so, genau, aber es ist auch nicht mega viel Platz. So. Ist jetzt nicht mehr so Mitsubishi so trotzdem. So, und zwar überlegen wir uns schon seit längerer Zeit ein anderes Auto zu holen. Wir haben überlegt, ob wir uns ein Smart holen möchten einfach nochmal. Dass wir ein bisschen mehr flexibler sind, wenn es um Parkplatzmöglichkeiten geht. Es darum geht, wirklich in die Stadt reinzufahren. Nice, aber wir haben auch schon jetzt seit längerer Zeit überlegt, uns einen Jeep zu holen, so ein BMW X1, X3. Und deswegen testen wir jetzt stückchenweise für uns aus. Es ist jetzt nicht akut. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Auto hier. Aber so in den nächsten Monaten überlegen wir schon einfach mal zu switchen und werden deswegen jetzt hier immer mal wieder Autos austesten und werden euch mal mitnehmen. Leute, es ist Sonntag, es ist geiles Wetter. Ich meine, guckt euch das an und wir haben gedacht, heute nutzen wir mal den Sonntag, um ein produktives Video zu drehen. Da können wir euch gleich mitnehmen. Wir wollten schon immer wissen, wie ist es, wenn man mal mit einem BMW fährt. Wir legen echt keinen Wert auf Autos so, aber wenn, dann muss es auch Nutzen haben für uns. Das heißt, dass wir durch Waldwege fahren können, dass wir sehr viel Platz haben, wir bauen sehr gerne, dass wir viel Material mit transportieren können. So. Und was gibt es nicht Besseres aktuell bei einer Recherche, was man sich unter 10.000 leisten kann. Und das ist mal so ein BMW einfach, weil wir haben gedacht, ey, wir geben niemals Geld für Neuwagen aus. Davor will ich mir lieber noch ein zweites Büro holen oder weiß ich, oder mehr Mitarbeiter einstellen, bevor ich einfach Geld aus dem Fenster werfe. Aber alles, was unter 10.000 Euro ist, ist mal so eine, lohnt sich auf jeden Fall mal. Wir sind echt schon lange überlegen und jetzt nehmen wir euch mit, wie wir das Ganze testen. Also grundsätzlich haben wir gesagt, wir sehen uns zum Beispiel jetzt einen BMW Jeep holen oder grundsätzlich einen Jeep, dann haben wir gewisse Anforderungen. Er sollte 6 Sekunden ungefähr, plus minus 1 Sekunde auf 100 brauchen. Er sollte im Durchschnitt kombinatorisch nicht mehr als 9 Liter verbrauchen. Und er sollte auf jeden Fall natürlich, aber es hat ja jeder Jeep, 5-Türer sein und am besten Gangschaltung haben. Aber gut, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und natürlich einfach von Reparatur sein, also Ersatzteile soll günstig sein. Er soll sozusagen für uns ein Auto sein, was wir selber entspannt und easy auch darauf reparieren können. Und wir möchten es natürlich so günstig wie möglich bekommen. Wir haben gesehen, man kriegt schon für 8.000 Euro ein BMW X3 in einem recht passablen Zustand. Ziel wäre es natürlich noch weniger Geld auszugeben für ein Auto. Und wir testen jetzt auf jeden Fall den X1. So ein neues Modell werden wir uns natürlich nicht holen, aber das Feeling einfach mal zu bekommen, wie fühlt sich grundsätzlich so ein X1 an. Der X3 war ja auch super. X3 hat ja auch 6 Sekunden auf 100, hat glaube ich auch nicht mal so einen Liter verbraucht. Nur wir haben halt gesehen, der war sehr anfällig vom Motor. Da geht mal schnell die Dichtung durch, die Motorkopfdichtung. Ja, die Zylinderkopfdichtung scheinbar so öfter durchgehen und deswegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen noch am Überlegen. VW hat zwar auch Jeeps, aber die sind halt von der Leistung nicht so. Weil wir doch gesagt haben, so 6 Sekunden ist halt krass unglaublich, dass der X3 das schafft, ne? Aber es ist halt möglich und wir wollen schon so am meisten Leistung für so wenig Verbrauch wie möglich. Das ist uns einfach wichtig so. Weil es viele Autos brauchen 9 Liter und haben 100 PS oder so und ist unglaublich, dass der, klar, wenn ihr richtig Vollgas gibt, ist was anderes, aber dass der kombinatorisch mit 9 Liter angegeben ist, ist schon eine Ansage. Ja, also bin ich auf jeden Fall gespannt, wie ist das Feeling in so einem Jeep? Und wie ist die Federung und alles so. Wir werden natürlich jetzt keinen Hardcore-Test machen, sondern erstmal nur, wie es fährt und wie es anfühlt. Und danach werden wir auch noch den Smart testen, Leute. Als Zweitwagen, weil wir wollten auf jeden Fall noch einen Zweitwagen. So, wir haben jetzt einen gefunden, der war 20 Minuten entfernt. Jetzt sind es noch 5 ungefähr. Und hier seht ihr schon wieder ein Pappenheimer, der sich rechts anordnet, weil er den Mitsubishi unterschätzt. Und der will jetzt wahrscheinlich hier bei mir rein. Aber kein Gas geben. So, wie sehen die Leute aus? Hinten ranzen. Warum will man überholen und kein Gas geben? Hab ich noch nie verstanden, Leute, wirklich. Die Leute, die hinter einem sind, rechts auf die Spur gehen, wo sie wissen, sie müssen rübergehen, geben dann noch kein Gas und wollen am liebsten dann noch Vollgas bleiben, statt sich einfach hinten einzuordnen. Einfach kein Verständnis für so England. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, wie sich der BMW verhält. Richtig gespannt, wie das ganze Feeling ist, dort rumzusitzen. Ich glaube, das Wichtigste für uns wird sein, vom Platz her einfach so, weil wir waren schon in vielen Jeeps drin und der war immer noch zu eng, weil irgendwie nur, weil es ein Jeep ist, bedeutet es nicht, dass da mal Platz drin ist. Wir haben hier unsere Mitsubishi Colt so viel Platz, man ist echt verwöhnt halt hier einfach aufgrund, wie es geformt ist.
Und da ist halt die Frage so, haben wir mehr Platz? Das wäre schon wichtig, oder mindestens genauso viel Platz, dass ich nicht irgendwo überall anstoße. Wir sind jetzt nicht die breitesten, aber trotzdem sind die meisten Autos doch schon so, dass man immer überall gegenkommt und sich nicht denkt, Alter, ich kann einfach kurz relaxen, ohne irgendwo gegenzukommen. So Leute, jetzt haben wir das hier mal ein kleines Video. Hier unten ist halt das ganze Ding verschwunden. Also dieser Schutz. Warte ganz kurz, schaut hier mal rein. Das sieht schon brutal eng aus, leider. Wenn ich die Tür öffne. Also ich bin mal sehr gespannt gerade gleich. Also der erste Eindruck ist großer Wagen. Und extrem eng. Mal gucken, wie es hinten ist. Alter, wie wenig Platz hier ist. Ultra eng aus. Und auch extrem dreckig, ne? Das haben wir schon gedacht. Ich gucke mich das an. Vielleicht tun wir kurz den Innenraum. Als Beweis. Irgendwas vielleicht beschädigt hier. Kofferraum gucken wir uns kurz an. Ist okay, also ist okay, aber jetzt hier ziemlich hoch. Die Frage ist, hat man noch Platz? Hier hat man noch Platz, okay, nicht schlecht. Das finde ich dann nice. Wenn es einfach hoch machen kann, dann geht es eigentlich so. Und man kann die Sitze komplett umklappen, ne? Aber ja, im Vergleich. Neues muss man hier rausfinden. Boah! Gut, einsteigen ist jetzt okay so. Jetzt gerade so habe ich viel Platz, aber dann haben die hinteren Leute keinen Platz. Es fühlt sich schon extrem klein an gerade irgendwie, muss ich schon ehrlich sagen. Ey. Also dafür, dass es so groß aussieht von außen, ist der Innenraum wirklich begrenzt. Der Schlüssel da, guck mal, sogar das Handschuhfach fehlt. Hier fehlt das Handschuhfach. Einfach abgerissen. Ist nur noch hier... Ist da ein Schlüssel drin oder vielleicht schon irgendwas mit, man muss das Handy starten. Ich kann es ganz schön zu sehen hier. So. Also es fühlt sich ganz nice an die Inneneinrichtung, muss man sagen. Alter, aber hier allein schon, wie eng das ist. Ich komm hier kaum ran. Also ich habe jetzt gerade schon gut Platz so beim Sitzen, aber dafür haben die hinteren Leute halt keinen Platz. Also ist ja fast wie ein Smart hier. Ein bisschen weiter vor, kann man vorgehen oder ist das Ding defekt hier? Ich kann echt nicht mehr vorgehen hier. Hier ist irgendwas ein Service-Ding hier rausgeballert hier. Hier. Keine Ahnung, ich bin wieder rein hier, aber das ist hier kein Auto. Ne? Wenn ich hier reingucke, einfach gibt ich nicht mehr Platz als bei unserem Auto, leider. Ey. Aber krass ist, wie das nach hinten geht hier, die Sitze. Ne? Das sieht so aus, als wenn die wirklich hier irgendwie der Winkel ist, würdest du da hinten irgendwie so schief drin liegen. Gut, ich starte das Ganze mal. So, wollen Sie das Lichter noch an? Jetzt gehen die aus, gut. So, relativ leise. Servicefällig, denn 8000 Kilometer steht drauf. Ich kann da wirklich nichts sehen auf dem Schallspiegel. Ich finde auch hier, ja, jetzt sehe ich was. Diese Fenster sind sehr, sehr hoch hier. Man hat wirklich sehr wenig Fenster-Space. So. Man fühlt sich so sehr eingeengt hier. So, gibt es irgendwie eine Park? Park ist, glaube ich, automatisch. Hier, Park. Ja, ist schon weg. Gut. So. Was soll ich langfahren? Einfach geradeaus irgendwie, ne? Automatik ist halt grundsätzlich irgendwie. Soll man sich hier so, die Straße merken? Dass wir genau hier wieder hingehen. Ich mach ein bisschen Screenshot. Dann bin ich nur kurz, Leute, hier. So, Bürgersteig auf. Auto kommt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, so ein bisschen Platzmangel eher gefühlt. So. Ich finde alles ein bisschen zu eng für mich gerade. Trotzdem ist er wirklich sehr leise gerade vom Motorlauf. Und wie ist es beschleunigungstechnisch? Also fallen die Sachen direkt mit Beschleunigung wieder raus hier? Also man muss hier glaube ich den Sportmodus gleich aktivieren, damit es auch Sinn macht, das zu testen. Vielleicht sollten wir die Blitze vielleicht selber anmachen. Ich kann die kurz anmachen. Das fühlt sich jetzt nicht unbedingt geiler an als unser Auto, ja. Ein bisschen so. Man sitzt halt schon die Blitze-App machen wir nur an, damit wir eine Tankstelle finden. Also nicht, dass ihr glaubt, dass wir hier die Gesetzeslage missachten. Junge, drei. Wow. So, ich gucke mal, hier ist ein Sportmodus. Ich guck mal, wie ich den aktiviere hier. Sport. Steht jetzt hier drauf. Ja, Sport geht nicht. Sport okay. Und hier steht Sport drauf. So, dann
Warte, ich fahre einfach geradeaus. Geradeaus. Und wie ist das so vom Lenkrad her? Die Servolenkung. Sich ganz gut an. Die Servolenkung mittel ist nicht mega soft. Und vom Spiegelabstand und Überblick vom Auto beim Fahren? Spiegel ist nicht schlecht, muss ich sagen. Warte, ordentlich durch. Obwohl das ja, ne? Ist eigentlich Allradantrieb. Das ist kein Allrad. Der hier vielleicht. Ja, es kann sein, dass das kein Allrad ist, was 6.1 ist, ne? Also als, dadurch, dass es durchdreht so schnell, fühlt es gar nicht krass an als unser Auto gerade, ne? Also von der Federung fühlt sich sehr angenehm an. Federung ist super auf jeden Fall. Guck mal, hier ist eine Pflasterstein, glaube ich, oder? Durch das. Ja, man könnte auch kurz Autobahn fahren. Hier ist Autobahn so, ne? Kann man machen. Ich mag halt irgendwie Automatik nicht, weil die so lange brauchen, um zu reagieren. Wo lang? Genau, nur geradeaus und dann irgendwann links. Ja, Leute. Fühlt sich eigentlich ganz in Ordnung an, so, ne? Also wenn das jetzt unser Wagen wäre, ich würde mir halt einen holen, wo noch ein bisschen mehr Platz ist. Also entweder muss es ein größeres Schiff ist der X3 auch größer dann, weil der X3 ist sein auch so, weil wenn man schon ein Auto hat, was groß ist, dann sollte man auch davon profitieren im Innenraum. Dann geht es nicht mehr darum, ob es 5 cm schmaler ist aber oder nicht. Aber dein Gesicht finde ich hier ein bisschen sehr beklemmend so. Man muss halt gucken, dass man ein Modell kriegt, wo die Sicht ein bisschen besser ist. Strecke, bin ich gespannt. So, hier links und dann bist du endlich auf der Autobahn kommen. Das war ja hier bei Oma in der Nähe. Hier ist halt dieses Rondell, was wir mal sehen. Gasometer, wie das heißt. Ja, Federung ist an sich so. Obwohl, geht jetzt auch laut, ne? Das ist schon mal leiser so, ne? Ansonsten ist es jetzt wirklich ganz normal, das Auto so. Nichts Besonderes, ne? Also aber ich drücke rauf, jetzt wirklich rauf. Und erst 3 Sekunden oder 2 Sekunden später gibt es erst einen Ruck irgendwie. Ne? Obwohl es im Sportmodus ist. Jetzt drücke ich rauf und jetzt erst gibt es den Ruck so. Die Frage ist, gab es auch einen X3 zum Mieten? Ich habe nur einen X1 gesehen. Okay, weil wäre mal Vergleich gut zu wissen, ja, ob der X3 vielleicht sich sonst echt im ein bisschen Auto größer ist. Dass er so ein bisschen größer ist auch und auch mehr Platz so. Ne? Und vom Kopf her muss ich sagen. Das muss ich angeben, sonst wird es von der Zeit knapp. Vom Kopf her bei dir ist auch knapp. Ist unglaublich, ne? Muss ich sagen. Dafür oder? Sieht man gut so, ne? Klar, sonst natürlich auch mal, wenn es trocken ist, dass man guckt, wie viel Traktion hat das Ganze. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Leistung wird, ja. So, Leute, jetzt die Autobahn. Ich meine, hier ist ja die Autobahn mit X. Ja. Das ist jetzt nichts ultra Besonderes auf jeden Fall. Da hat sich dieser letzte Mal, die wir diesen Mini da, den wir gemietet haben. Der hier vor uns. Bei der Fiat hier, ich glaube, ja. Den hat mir letztes Mal gemietet, Leute. Der hat eine Halbautomatik gehabt. Du konntest entscheiden, ob du quasi komplett manuell fährst oder quasi. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, so eine Halbautomatik, sich wie so ein Game quasi, wo du rechts schaltest. Also war schon ultra geil. Ja. Also vom Feeling war das schon krass und die Federung hat sich noch krass angefühlt, auf jeden Fall als hier beim BMW. Fühlt sich ganz gut an, aber ist nicht mega Servo-Lenkung ist jetzt nicht krass. Du bist ja gerade im Sportmodus, ne? So, jetzt gehen wir auf die Autobahn, Leute. Die Leute alle mal gucken, ob das überhaupt möglich ist, entspannt am Regen zu überholen. Das hat auf jeden Fall keinen Allradantrieb. Das ist natürlich schon mal interessant, jetzt einen Allradantrieb zu bekommen, quasi. Weil ohne Allradantrieb macht es keinen Sinn. So, Leute, mal gucken, ob wir hier gegen diesen Taxi ankommen. Ist das ein Hybrid Hyundai? Wir müssen gleich rechts rüber. Mal gucken, ob der BMW. Sportmodus. Keine Chance. Das geht schon mal nicht. So. Das liegt wahrscheinlich auch einfach, dass die nicht gewartet werden, die Wagen, und am Ende sind da gar keine ja, Winterreifen raus drauf. Nee, geradeaus einfach. Geradeaus? Ja. Oder raus? Raus, in die Autobahn. Was bringt das sonst, Leute? Also die Reifen sind ganz schlecht, deswegen kann man die Leistung gar nicht nutzen gerade. Entweder sind da noch Sommerreifen drauf oder die sind halt durch vom Profil. Wir können ja mal das Profil später angucken. Aber sobald es hier leicht nieselt und Gas gibt, drehen die Reifen direkt durch. Das heißt, die Beschleunigung kann man nicht testen so. Blitz hast du ja da. Ne? Blitz habe ich da. Wegen Tankstellensuche. So. Gut, dann nächste kannst du dann schon wieder rausfahren. Wenn es eh regnet und du die Beschleunigung nicht nutzen kannst, weil es durchdreht, dann kannst du auch rausfahren. So. Also, und jetzt staut es eh. Muss man es beim nächsten Mal. Wenn ich eine Automatik habe, dann erwarte ich schon, dass die so fein justiert, dass die den besten Antrieb nutzt. So. Ich glaube, wir müssen einfach nächstes Mal testen. Erstens, wenn es nicht staut und zweitens nicht im Regen einfach.
weil es liegt natürlich daran, dass die falschen Reifen drauf sind. Das nicht passieren kann. Also ich habe mir trotzdem von der BMW vom Grund her mehr Traktion erwartet. Ich gehe mal in Eco-Modus, vielleicht fährt er da sogar besser am Ende, weil der dann nicht so schnell auf einmal Gas gibt. Halt hier irgendwo anders, wird schon wieder. Gut, wie Weg hast du? Jetzt links. Wenden komplett. Ja. Also, glaube ich jedenfalls. Ich kann meinen Fuß halt schwer irgendwo ablegen, gefühlt, um entspannt zu bremsen. Hm. Ansonsten ist es ganz okay so, ne? Nichts Besonderes so auf einer Leistung, obwohl wir im Sportmodus waren, oder? Jetzt wieder Eco. Muss wieder auf Sport draufdrücken, wenn du Sport willst. Genau. Super. Gibt es Vollgas drauf? Ja. 300 Metern raus, also hier raus. Der dreht halt schnell durch und verliert auch die Kontrolle des Autos. Ist jetzt nicht so gefühlt mega. Also ich hasse halt irgendwie Automatik so. Ja, ich würde ungern Automatik wollen auch. Weil du hast so viele Sekunden, an die du verlierst, auch im Sportmodus, ne? An wertvollen Sekunden. Deswegen ist es eben oft so, dass fette Sportwagen uns nicht überholen, weil die im Automatikmodus sind. Links. Also schwer zu sagen, so wie fühlt sich das Ganze an? Es fühlt sich okay an. Ja. Aber es ist nichts Besonderes. Das ist schwer, die Lenkung auf jeden Fall. Der bricht aus beim Beschleunigen. Das heißt, der ist auch nicht 100%. Hier die Spureinstellung wurde nicht 100% gemacht. Ich glaube, hier wird auch jetzt gerade nichts Besonderes auf jeden Fall. So, also, es ist ein bisschen schlecht, den Seitenabstand hier einzuschätzen. Es piept halt hier. Man hat hier so ein Radar hier vorne, was nicht schlecht ist. Aber man muss jetzt mal gucken, wie genau das Ganze ist. Wir können den Seitenabstand schlecht einschätzen. Ich öffne mal die Tür, guck mal einmal. Es ist okay so, ne? Ich denke, so ist noch Abstand. Gut. Hier vorne sieht man schon so ein bisschen im Radar, der ist okay, das ist nicht schlecht so. Kann ich jetzt auf Parken? Was nicht? Kurz mal hinten reinsetzen. Also hier komme ich. Vom Gefühl her so gut wie gar nicht rein, gerade so wie der andere saß. Bei mir geht's hier gut. Hier ist ein Ordner so vom Platz. Du hast ja minimal vorgerückt, so es war ein Ordner so. Also man sitzt schon bequem, so ist es nicht. Ne? Man sitzt bequem so, genau, aber es ist auch nicht mega viel Platz so. Ist jetzt nicht mehr so Mitsubishi so trotzdem, ja, würde ich sagen. Ist ganz okay. Ich habe so eine Klimaanlage hinten noch. Das ist wahrscheinlich Standard bei neuen Autos. Ist okay, er fühlt sich nicht sehr groß an, wenn man hinten sitzt, aber halt der Kofferraum, den hat man noch ein bisschen hier. Also nichts Spektakuläres, ich habe es nicht spektakulärer vorgestellt. Ja, also leistungstechnisch nichts Spektakuläres, vom Innenraum nichts Spektakuläres, vom Fahrgefühl her wie eine Automatik halt. Muss sich dran gewöhnen wieder. Gut. So. Okay aus, aber sieht schon aus wie ein Schiff schon. Also von der Größe her ist es schon nicht das kleinste. Aber der X3 ist auf jeden Fall auch größer nochmal. Ja. Die Felgen sehen ganz geil aus, aber es fühlt sich halt doch sehr eng an. Und hier seht ihr Leute, es hat gepiept und ich war ultra weit entfernt hier. Und das war so, schon so durchgängig gepiept, als ob ich irgendwo gegengekommen wäre. Ne? Und man hat hier einen halben Meter Abstand noch. Gut, vorne wird geparkt. Da vorne. Und hier seht ihr, das ist der Mitsubishi, ist ein Modell, was wir auch fahren hier in schwarzem Vergleich. Und der ist witzigerweise, ja. Und da hat man am Ende nicht weniger Platz. Obwohl das natürlich viel kleiner aussieht. Weil man viel weniger Innenraumdämmung hat. Also ist auf jeden Fall schon eine Erfahrung wert gewesen. Und jetzt muss ich auch pissen gehen. Relativ dringend. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Video jetzt. Es regnet ein bisschen viel. Das war unser Test mit BMW X1. Ob es denn ein BMW X3 wird, werden wir auch nochmal testen. Ob wir noch einen Smart als Zweitwagen holen, werden wir auch noch mit durchtesten. Peace, Leute.